Ja, herzliche Grüße allerseits aus Korea. Mittlerweile also mit dem ersten Video mal am Start. Das Wochenende war etwas chaotisch. Ihr seht es auch hinten drin schon, dass wir jetzt gerade im Gong aus sind. Ich denke mal, ihr hört es auch auf der Kamera gerade klicken wie bekloppt. Also das sind unter anderem dann Slug von FXO und Sase, die jetzt gerade auf den Keyboards rumhämmern wie bescheuert. Also gerade Sase ist da verdammt gut unterwegs. Dass der nicht irgendwie schon 20 Keyboards gekillt hat, das wundert mich wirklich gewaltig. Gerade wie der Junge auch seine Maus vergewaltigt. Das ist echt richtig, richtig krass. So oder so, mittlerweile also angekommen. Ihr habt es vor dem Video noch ein bisschen gesehen, zumindest mal so ein paar Schnipsel noch jetzt von den verschiedenen Flughäfen mit aufgenommen. Und war auch ein relativ stressiger Start, muss ich sagen. Also ich bin angekommen am Freitag war das, Freitagmorgen um 11 Uhr hier in Korea, nach einem Flug, der ungefähr so 11 Stunden gedauert hat. Wurde dann hier direkt abgeholt von Doha, der jetzt auch hier natürlich mit im Gonghaus am Start ist. Und mit dem zusammen sind wir dann direkt hierher gefahren, was ungefähr nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde, vielleicht sogar ein bisschen länger gedauert hat vom Flughafen. Also der ist schon eine ganze Ecke weit entfernt. Und dann haben wir eigentlich direkt angefangen, alles aufzubauen, um ESWC zu casten. Also ESWC jetzt am Wochenende bei der Stream auf Englisch mit Doha und mir zusammen. Teilweise kam auch nochmal Todd mit rein, hat ein bisschen Insights ins PvP gegeben. Ich muss sagen, war extrem geil. Also hat mich jetzt auch gewundert, dass es mit Doha direkt so geil lief. Also war echt spitze. Der Typ ist sowieso klasse. Also ich muss sagen, seit ich hier bin, war eigentlich nonstop da, hat mich hier komplett rumgeführt, hat mir mal ein bisschen gezeigt, wo das GSL-Studio ist. Wir haben uns zusammen die Finals angeguckt, waren dann hier relativ viel unterwegs, haben die drei Tage nicht nur im Gomhaus zusammengecastet, sondern auch noch direkt bei ihm in dem einzelnen Zimmer, das er momentan hat. Also das hat er hier geführt und noch geopfert. War echt richtig geil, hat also sehr gut Bock gemacht und der Junge einfach mich hier schön willkommen geheißen, mal geguckt, dass ich jetzt hier nicht komplett verloren gehe, mich auch so ein bisschen in der Stadt schon rumgeführt, auch wenn wir natürlich noch nicht allzu viel gesehen haben. Also man muss momentan schon sagen, dass ich bis jetzt von Seoul selbst zwar die umliegenden Straßen gesehen habe, wir waren auch schon ab und zu mal essen, hatten jetzt Korean Barbecue das erste Mal zusammen, da werde ich sicherlich auch nochmal ein paar Bilder und sowas rumschicken, aber wirklich viel gesehen in der Hinsicht habe ich jetzt auch noch nicht. Also wir sind jetzt mal gerade so dabei, ein bisschen zu gucken und mir zu zeigen, okay, wo sind jetzt die großen Supermärkte, wo ich dann einkaufen kann. Dann werden wir jetzt morgen zusammen dann mal ins Fitnessstudio gehen und hier langsam aber sicher mal so eine kleine Homebase für mich auch mit aufbauen. Weil bis jetzt habe ich eigentlich immer noch irgendjemanden gebraucht, der mir zumindest mal zeigt, okay, wie ich wieder zurückkomme. Also langsam finde ich mich zumindest in der nahen Umgebung mal zurecht. Heute war eigentlich so der erste Tag, also heute ist mittlerweile für mich Montag, an dem ich ein bisschen in der Stadt alleine rumrennen konnte. Die letzten drei Tage standen, wie gesagt, voll im Zeichen vom Dualcast, den wir hatten. Aber soweit gefällt mir Korea bis jetzt eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, es ist sehr, sehr cool. Gefällt mir hier sehr. Die Leute sind extrem nett. Das Essen ist ein bisschen ungewohnt momentan noch. Also ich sage nicht, dass es schlecht ist. Es schmeckt mir eigentlich relativ gut. Gerade so Korean Barbecue ist extrem geil. Aber die Gewürze sind einfach noch etwas anders. Also ich muss sagen, sehr, sehr scharf teilweise, aber auch auf eine angenehme Art. Hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist eine andere Art von Schärfe, als wir jetzt zum Beispiel in Deutschland zu einem großen Teil haben. Also ich persönlich finde es bis jetzt eigentlich recht interessant. Ich glaube, dass ich mir ans meiste auch noch gewöhnen werde, aber ist schon relativ cool. Fehlen tut mir jetzt bislang eigentlich soweit nichts. Einen guten Kaffee kriegt man hier auch um jede Ecke, von daher ist das auch eigentlich ideal. Ja, und bislang, muss ich es gestehen, passt eigentlich ganz gut. Nächste Woche, also die Woche eigentlich schon, da fangen jetzt die Code A Qualifier an. Todd ist auch wie ein Bekloppter momentan dabei, hier dafür zu trainieren. Der will gucken, dass er möglichst weit kommt. Rechnet sich bislang allerdings noch nicht so große Chancen aus, da er einfach sagt, ursprünglich hätte er damit gerechnet, schon länger in Korea zu sein, um sich darauf vorzubereiten. Deswegen, er will vor allem daran teilnehmen jetzt, will ein bisschen die Erfahrung auch noch mitnehmen. Aber er geht nicht davon aus, dass er wirklich in der Lage ist, da sonderlich weit zu kommen. Wir haben aktuell vor, dass wir davon vielleicht ein paar Spiele casten. Das hängt allerdings jetzt auch nicht unbedingt an uns, sondern da muss Gom auch nochmal ein Wörtchen dazu sagen, weil ursprünglich war das wohl nicht geplant. Die OA und ich, also Doha und ich, wollten es allerdings nochmal versuchen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und dann sollte das hoffentlich auch nochmal klappen. Ansonsten können in der nächsten Zeit jetzt auch nochmal relativ viele Videos erwarten. Ich werde mich unter anderem mal mit Sase zusammenhocken, werde mich mit Todd mal zusammenhocken, habe natürlich auch vor, hier die eine oder andere Person aus der GOM-GSL-Umgebung dann eben zu interviewen und auch eine kleine Tour durch das Haus, zwar nicht durch Seoul. Im Hintergrund seht ihr gerade kurz Last Shadow rumlaufen, der momentan ebenfalls hier im Haus am Start ist. Select wird uns später noch kurz besuchen, vielleicht noch schnell mit uns essen gehen. Und ich will dann eigentlich auch anfangen, direkt meine ersten Ladder Games zu spielen auf dem koreanischen Server. Hab einen brandneuen Account. Bin vorher extra hergegangen, habe jetzt alle meine Placement-Matches komplett verloren, genauso wie ich es wollte. Alle direkt raus aus dem Start, bis auf eins. Aber da wollte ich gerade das Game liefen und dann ist mein Code reingeliefen. Dann stelle ich mich so da und habe gesagt, so, hallo, das war eigentlich so meine Idee. Irgendwie, naja, Manaware.
Auf jeden Fall, jetzt habe ich erstmal alle Games verloren, bin auch direkt mal in Bronze gesiedelt worden, genauso wie ich wollte, Platz 99. Und jetzt werde ich eben anfangen, mich langsam aber sicher durch die Ligen nach oben zu spielen. Aktuell ist die ganze Ladder noch gelockt, das heißt, ich werde sowieso die ersten Games überhaupt nicht aufsteigen können, wollte allerdings trotzdem schon mal hergehen und mal anfangen, die ersten Partien jetzt zu spielen. Das Ganze werde ich dann später eben aufnehmen und werde das Ganze auch livestreamen. Von daher, das Ganze kündige ich natürlich über Twitter, Facebook, wie immer dann an. Und dann seid ihr, wenn ihr Lust habt, auch sicherlich mal mit dabei. Wir haben soweit eine relativ dicke Leitung hier im GOM-Haus, also die ist echt richtig, richtig krass. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt haben, ich glaube 100 MB Download, oder keine Ahnung, frag mich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe hier teilweise Sachen downgeloadet mit 3 MB pro Sekunde, die anderen haben zusammen gestreamt, irgendwie 10 Leute hatten hier nochmal Livestreams von was weiß ich wem an, also das ist echt einfach nur geil. Du kannst hier alles machen und es beeinflusst die Leitung überhaupt nicht, das interessiert das Ding gar nicht. Generell Internet in Korea ist bislang einfach noch geil. Während man in Deutschland oder in Australien zum Beispiel auch gerade jetzt, als wir im Urlaub in Thailand waren, in jedem kleinen Café, wo man ist, zwar ein WLAN hat, aber ständig dann irgendwelche Sachen zahlen muss oder Codes eingeben muss, kannst du in Seoul bislang überall rumlaufen, gehst in irgendwo einen Café rein und die haben überall ein freies WLAN, also das ist extrem cool. Also Internet hat man hier normalerweise keine Probleme. Was wir allerdings noch machen werden jetzt in der nächsten Zeit, ist, dass ihr mir auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer, ihr könnt mir Fragen stellen. Idealerweise macht ihr das Ganze so, dass ihr auf YouTube in die Comments reinschreibt und mal vorher ein bisschen durchschaut, was die Leute vor euch geschrieben haben. Und wenn ihr eine Frage findet, die euch persönlich auch interessiert, dann könnt ihr auf die Frage einfach einen Thumbs up machen, dann landen die Dinger ganz oben und dann ist es für mich relativ einfach, mal auszusortieren, was momentan so die Themen sind, die euch am meisten beschäftigen. Ich habe jetzt wirklich vor, einiges an Videos rauszuhauen und will für euch jetzt hier auch ein bisschen was an Material produzieren, dass ihr persönlich einen Eindruck davon kriegt, wie es hier so in Korea ist. Nicht nur was die Pro-Gamer-Szene angeht, auch Korea selbst, was es hier Seoul betrifft, was man hier alles machen kann, wie die Mentalität ist und solche Geschichten. Ich habe mir da relativ viel vorgenommen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich auch alles schaffe, so wie ich es machen will, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Und ihr könnt natürlich da etwas zu beitragen. Je mehr ihr auch hergeht und das Ganze ein bisschen verbreitet, dass Leute darauf Aufmerksamkeit werden und ich dann umso mehr Feedback bekomme, desto attraktiver wird es natürlich für mich, das auch irgendwie noch mehr im Detail zu machen oder vielleicht doch nochmal 2-3 Videos mehr zu machen pro Woche, als ich ursprünglich vorhatte. Wie gesagt, ihr habt es mit in der Hand, von daher auch ruhig mal mit reinhauen und wenn ihr Fragen habt, einfach in die Comments mit reinschreiben, gucken, dass ihr andere Fragen, die euch interessieren, mit einem Thumbs up hochjagt und dann werden wir das Ganze auch zusammen hinbekommen. Also bin ich eigentlich relativ zuversichtlich. Das war es jetzt fürs Erste. Ich bin jetzt nach dem etwas stressigen Wochenende jetzt heute auch etwas relaxter, deswegen auch später noch die kleine Ladder Session, die wir spielen werden. Dann gibt es in den nächsten Tagen auch noch ein paar weitere Videos mit Anekdoten zu dem, was jetzt hier in der letzten Zeit so alles passiert ist. Wer fleißig Stream geschaut hat am Wochenende, der hat schon so die ein oder andere mitbekommen. Und ja, ich hoffe, dass es euch jetzt auch so von den Sachen, die wir jetzt noch alles vorhaben, interessiert, dass es euch Spaß macht und wenn noch Fragen, Klagen oder Sorgen sind, haut's einfach raus, gebt mir ein bisschen Feedback, dann werden wir es mit reinmachen. Das war soweit von meiner Seite. Nächste Videos kommen in den nächsten 1-2 Tagen. Jungs, lasst euch gut gehen. Bis bald.